Hallo Leute, recht herzlich willkommen bei Simutrans mit dem Comic.pak und wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir Willensdorf anders anschließen wollen mit der Schifffahrt, nicht an dem nördlichen Hafen von Schwandorf hier oben, sondern an den südlichen Hafen, weil das macht vielleicht mehr Sinn, weil diese Schifffahrtslinie hier ist dann vielleicht ein bisschen kürzer dadurch und dann kommen die häufiger hin und her und vielleicht wächst dann auch was besser, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch die Auslastung des Zuges dann ein bisschen besser und es geht mit dem Zug, denke ich, schneller wie mit den Schiffen. Das machen wir jetzt gleich nach dem Intro, ne? So, da habe ich schon ein Schifflein ausgewählt. Da müssen wir jetzt nur gucken. Ach ne, Schiff ist doof, ne? Mit ausgewählt. Wir müssen hier rüber gehen. Gehen dann hier rüber und dann brauchen wir Ettlingen-Willensdorf ist das, oder? Fahrplan, ne, Fahrzeuge, ne, das ist das nicht. Ach, Willensdorf ist hier eine weitere Insel. Ne, das ist schon klar, Schwandorf. Ettlingen, ach so, das ist Süden, nach unten hin, das ist verkehrt. Schwandorf, Willensdorf ist das Richtige, dieses ist es. Dies nicht, sondern das ist es. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Mach das nochmal zu. Schwandorf, Willensdorf. Ich brauche diese Linie. Und da ändern wir jetzt den Fahrplan. Und zwar der Willensdorf-Wald. Schwandorf-Auengrund fällt weg. Und dann machen wir lieber hier hin. Hinzufügen diesen halt. Schiffhalte muss am Wasser sein. Okay, dann machen wir das davor. Und jetzt passt das, ne? So, jetzt ist nur die Frage, wer fährt wohin? Gibt es denn einen, der jetzt noch nach da oben fährt? Oh ja, da oben ist noch einer. Oh, jetzt habe ich leider einen Wegpunkt dazu gemacht. Den wollte ich gar nicht. Wenn ich den jetzt, nee, löschen darf ich den jetzt gerade nicht. Also der ist jetzt noch einer von denen, die da drauf sitzt, oder? Fahrzeugliste. Der ist es nicht. Der müsste es sein, ne, oder? Ja, der ist es. Wenn der jetzt wegfährt, können wir dann die Linie, glaube ich, ändern. Und die anderen sind ja noch nicht da, oder? Ne, ich glaube nicht, dann passt das. Wenn der jetzt wieder zurückfährt, können wir definitiv Schwandorf, Willensdorf. So, das heißt, den schließen wir. Hier gehen wir auf Fahrplan, wenn ich mich nicht vertue. Und Schwandorf-Auengrund verschwindet. So, und jetzt müssten die dann besser fahren, ne, oder? Die müssten gleich alle hier rüber fahren. Und das müsste ein Stück kürzer sein, meines Erachtens. Und der Zug fährt meines Erachtens auch schneller wie die Schiffe. Wenn dann welche nach Norden wollen, geht das zügiger. Wenn welche hierhin wollen, geht das auch besser. Das ist dann die Frage, ne? Der fährt jetzt zum Auengrund, oder? Ne, heißt er nicht. Da oben war Auengrund. Wie heißt es unten? Schwandorf. Zwei Hafen ist es dann wahrscheinlich. So sieht's aus. Der fährt da schon hin. Der bringt da auch schon tatsächlich welche mit. So, das ist schon mal gut. Jetzt würde ich gerne allerdings schneller laufen lassen, damit ich sehe, dass die da, die 5, mal da so rüberfahren. Und unsere Geldgeschichte geht hier gerade steil ins Plus Richtung. So, erster kommt an und fährt jetzt hier so rüber, nicht nach oben, dann passt das schon mal. Und er hier, wo ist er? Der kommt jetzt da an und müsste jetzt gleich nach hier weiterfahren. Macht er auch. Das sieht doch schon mal top aus. Er hat leider keine Passagiere mit. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was für Passagiere sitzen jetzt hier drauf. Oh, die sieht man jetzt hier ganz schlecht, aber ist nicht schlimm. Ja, Achim, Gütersloh, Lippstadt, Schwandorf, zwei Brücken, das passt. Jetzt müsste man treffen, ne? Da ist es. Aachen, Erlangen, Gütersloh, Lüneburg. Erlangen. Erlangen ist oben, ne? Ja klar, okay, das ist ja super dann. Dann fahren die mit dem Zug nach Schwandorf hoch. Ja, sieht gut aus, das gefällt mir. Hier ist auch einer mit bei. Lippstadt ist auch da oben. Ja, das ist alles richtig so. 16 Fahrgäste auch. Hier sind es dann nur noch 4. Zwischenahn, Rathaus. Okay, bei Zwischenahn ist dann mehr südlich. Aber dann wird auch da die Route mehr genutzt, weil das war für mich so ein Dorn im Auge, ne? Dass sie hier nicht lang fahren. Aber das machen sie jetzt dann, glaube ich, wieder. Die fahren erst dahin und dann kriegen diese Schifflein, die hier so verkehren, wie dieses hier, kriegen dann auch wieder Leute zum Mitnehmen. Gut. Funktioniert, oder? Aachen, Wöllensdorf, okay. Die fahren dann auch darüber. Dann kommen welche vom Norden, damit die da unten die Schiffe mitnehmen. Sehr gut gefällt mir das. Das ist besser jetzt, ne? Und er hier, wo fährt er hin? Nach Erlangen, Schwandorf ist das. Gut, auch voll, auch gut. Gegenverkehr. Sind nur 3 denn, aber passt auch schon. So, also dann haben wir das. Ja, das mit den Schiffen ist natürlich schwierig. Hier sind nur 2 drin, aber das ist halt so. Gut, hier hatten wir letztes Mal so viele, die von der Burg hin und her fuhren, ne, oder? Aber die sind jetzt alle hier unterwegs, aber da ist tatsächlich auch keiner drin. Ist jetzt keiner an der Burg? Ne, zurzeit ist keiner an der Burg. Okay, und hier, welche zur Burg? Nicht wirklich, ne? Ah, die Burg hat sich jetzt in dieser Folge wieder erübrigt, ne? 20, welche nach Winden, Lippstadt, Wilnsdorf, Wilnsdorf, okay. Das ist aber auch kein Problem. Hier sind 16 drin. Okay, die fahren nach da. Hier sind auch 16 drin und da sind genug, die dann diese Linie weiternehmen nach Friedrichsdorf rüber, ne? Ja. Alle über Friedrichsdorf. Bin Enden 20. Okay, da müsste ja irgendwann mal ein Zug kommen hier, ne? Ist der denn unterwegs? Ja, der ist unterwegs und hat 7 Passagiere dabei, ne? Ist nicht viel, aber ist erstmal was. Ja, gut. Hier brauchen wir auf gar keinen Fall was machen. Erlangen, warte mal, zoom, wir sind schon ganz rausgesucht. Erlangen, das passt auch erstmal. Lippstadt ist auch nichts Cooles, was wir da machen können. Das kann auch so bleiben. Hier ist schon fast die Frage, hä, macht das Sinn, diese Kirche anzufahren? Weil der macht bestimmt miese, genau, 1800. Aber da können wir mit leben, weil unser Geld ist gerade mit 715 Millionen doch sehr stark im Miesen. Aber der Monat hat auch gerade angefangen, ne? Ja, ich denke, hier ist auch alles safe. Können ja mal gerade hier reingucken. Lippstadt Rathaus sind 6 Passagiere drin. Wir stehen hier. 24 davon wollen alle nach Süden. Oder? Willensdorf, ja. Ettlingen, ja. Schwandorf Rathaus ist hier direkt im Ort. Passt aber soweit. Was hat er jetzt mit hier? 16 Passagiere. Schwandorf und Willensdorf. Okay, das passt auch. Können wir so lassen. Gibt es da Passagiere? Oh, 4 Stück sogar. Wow. Ja, die internen Kutschen, die müssen hier fahren, ne? Der Zug hat wie viel? Keine, auch schlecht. Aber die kommen ja jetzt hier auf Dauer, glaube ich, an, oder? Er wartet jetzt ein bisschen, aber bis jetzt kommt da nichts. Und hier am Bahnhof sind es 11, die mit dem Schiff weg müssen, das von hier links kommen wird. Okay, da unten sind sie. Die dauern aber noch. Wie sieht es hier gegenüber aus? 20. Die müssen alle abgeholt werden von diesem Zug. Und der Zug hat 50 drin. Das ist doch auch schön, oder? Da sind einige Fahrgäste dann dabei. Wie sieht es hier unten aus? Bei diesem komischen Werk, was wir hier haben. 12. Die müssen abgeholt werden. Alle. Alle 12 müssen abgeholt werden. Hier steht niemand. Wo steht das Schiff? Das fährt gerade rüber und hat 16 tatsächlich geladen. Auch gut. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel der Zug mit hat, aber das sind wahrscheinlich dann diese 42, die da dran waren. Auch gut. Ja, jetzt haben wir hier 3 Züge. Ich würde jetzt doch hier, glaube ich, mal noch ein bisschen anfangen auszubauen, oder? Weil der fährt jetzt da hoch, muss warten. Dann machen wir hier mal die Linie ein bisschen länger, oder? Ich würde das mal so machen und dann ein Signal daher holen. So passt es. Und so passt es auch. Und lass die Strecke da mal gerade so sein. Das ist ja kein Problem, denke ich, oder? Da ist jetzt noch ein Halt, den können wir aber da rausnehmen, das Signal. Und das kann auch weg, weil wir können ja hier und da zwei stehen. Mit dieser Geschichte gefällt es mir jetzt nicht so ganz, ne? Warte mal, wir machen mal die Signale hier zu, nehmen die Linie und wenn wir hier jetzt einfach mal so rüberfahren würden, es hat jetzt nicht so gut geklappt hier mit dem, ne? Das war damals vielleicht die einfache Lösung, dass man da aufs Wasser kommt. Aber hier sieht das gerade ein bisschen doof aus, oder? Machen wir das so? Ja, muss so leider. So, und das komische Werk müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Achso, nee, das machen wir besser auf dem Weg hier. Ich glaube, ich lasse den mal gerade erst vorbeifahren. Nicht, dass der mir da nachher irgendwo reinfährt und das geht nicht. So ist das schon ganz nett. Und das nach da brauchen wir auch nicht. So würde ich es jetzt lassen, oder? Jetzt müssen wir hier den, naja, lass uns neue Signale erst setzen. Das eine wäre jetzt hier. Fährt er nach links oder fährt er nach unten? Beziehungsweise rechts würde er jetzt abbiegen. Gucken wir mal. Fährt nach unten. Das heißt, ich würde das so machen. Und würde hier jetzt wahrscheinlich noch ein Signal so setzen und dieses da wegnehmen. Und das da auch, weil da ist noch ein Signal. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Kommen von hier, fahren da hoch, kommen von da, fahren da hoch oder fahren hier runter. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen... Obwohl, das machen wir vielleicht auch noch gerade. Mit dem ziehen wir hier mal gerade hoch, oder? Ah, nee, doch, das geht da nicht. Es würde aber da hoch gehen. Okay. Und dann, ja, machen wir später mal. Schließen das jetzt erstmal so an, oder? Das heißt, wir machen da ein Signal hin. Und ich würde dann hier vor der Steigung nochmal eins machen. Und da lassen wir es erstmal weg. So, und dann reißen wir hier was ab. Das hat nicht geklappt. Schnell hier wieder flicken. So sieht es gut aus, oder? Die Signale lassen wir mal so. Ah, hier oben müsste noch eins hin, oder? Da muss hier noch ein Signal hin. So, die Fahrtrichtung ist klar, die Fahrtrichtung ist klar. Die können hier abbiegen. Und die können da abbiegen. Ah, ich glaube, das können wir so lassen. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus, glaube ich. Also aussehen tut es nicht gut, aber es fährt sich wahrscheinlich besser. Ja, das würde ich jetzt erstmal so sehen. Ja, lass mal so. Gut, dann haben wir die Folge aber auch schon geschafft. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Können nochmal vielleicht hier gerade nach Dingens schauen. Bad Mergentheim oder jetzt nach Achim, wo wir hier schon unterwegs sind. Da ist auch alles in Ordnung. Da sieht es bei Neubrandenburg aus. Ist auch nichts zu bauen und nehme ich noch gerade Gütersloh mit. Und da gibt es auch nichts zu bauen. Ja, wenn wir schon hier in der Nähe sind, gerade den noch angeguckt und den noch angeguckt. Oh, guck mal, hier ist, glaube ich, ein Häuschen hinzugekommen. Ist aber an der Haltestelle, ne? Oder? Nee, das werden wir. Dann hätten wir ja nicht die Haltestelle gebaut, wenn das Häuschen nicht wäre. Das war diese Industriegeschichte. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.